Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 5. Ja, das Emblem. Naja. Haben wir immer noch nicht gefunden. Schön blöd, aber gut. Naja, müssen wir jetzt mal so weitermachen. Gibt ja noch ein nächstes Mal. Oh ja. Echt? Wird es zum nächsten Mal gehen? Hübsch hier. Oh ja. Na, du scheinst wohl auch kein Freund von Feuer und Licht zu sein, wa? Stirb, Schlange. Ich hab ein Ei gefunden. Willst du ein? Ja, was für ein Ei? Weißes. Ja, naja. Spinne! Nicht oben. Alles klar. Ein bisschen was zu mampfen. Ja klar, Fenster doch. Untersuchen wir das Ding mal. Oh! Die hübsche kleine Rätselszene, die nicht wirklich schwer ist. Gehst du am besten oben auf dem Felsen drauf und nicht erledigen den Rest, wa? Von mir aus können wir das tun. Okay. Moment, ich muss erstmal den Weg dahin bahnen. Jetzt kommen die mal raus. Ich wäre fast durchs Laser, durch den Laser gelaufen, durch diesen heißen Sonnenstrahl. So, dann bin ich mal hier oben, ne, und gammel da mal so gucken. Gammel da mal so gucken. Gebe diese taktische Unterstützung mit Strippen oder sowas irgendwie. Und was? Ich strip oder so, keine Ahnung. Wie auch alles immer. Klar. Super. Naja, die Rätsel sind ja relativ einfach. Also ich hab's gehasst bei Resident Evil 1. Da kann ich mich noch gut dran erinnern mit den scheiß Bildern. Oh. Oder bei Code Veronica. Wenn wir es schaffen, werden wir Code Veronica auf jeden Fall auch noch Let's Playen. Ist einer meiner Lieblingsreihe, beziehungsweise Game der Reihe. Teil der Reihe. Teil der Reihe, genau. Mir ist das passende Wort gerade nicht eingefallen, weil es zu schwer war. Ja, ja, war ja klar. Kennst du doch. Jo. Überfordert mich manchmal alles hier ein bisschen. Du überforderst mich, glaube ich, immer. Hehe, stolz. Da bin ich voll stolz drauf, glaub mal. Naja, wie ihr seht, macht ihr da jetzt gerade das Rätsel. Das könnt ihr mal von meiner Seite aus ein bisschen sehen. Dann ist es vielleicht einfacher zu verstehen. Vielleicht versteht ihr auch von seiner Seite besser, je nachdem, wie er fast selber in den Laser gelaufen ist. Nein, ich habe nur Dinge mitgetreten. Das sah von meiner Seite aus extrem so aus, als wärst du voll in den Laser reingelaufen. Ja. What the fuck, dass ich mich selber eingesperrt habe. Na, 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 jetzt muss ich auch noch rumlaufen. Ich bin doch ein Holzkopf. Sag jetzt nichts Falsches. Danke. Ich geb dir nur recht. Oh, Menno. Uruburu. So. Okay, kannst du eigentlich mal bei mir bleiben? Kann ich das einfach bei dir bleiben? Ja, kannst du. Wo bist du denn hin? Ich habe nämlich eine schöne Falle für dich auszulösen, wo wir jetzt nämlich richtig Lustiges bekommen. Ein paar Spinnchen. Juhu! Spinnen! Meins. Weißt du, was jetzt nicht süßig wäre? Nicht meins. Eine Blendgranate. Oh ja, das wäre nicht schlechtes. Habe ich ja dabei? Nein, habe ich nicht. Wo laufen eigentlich alle hin? Zu mir. Ich glaube, wir sind ein bisschen... Echt? Wieso zu dir? Ich weiß nicht, ich habe da so ein bisschen ein Problem hinter mir. Ja. Hilfe. Ich scheine zu lieben. Danke. Ich habe auch so ein Gefühl. Gut. Was man hier als Almosen tut. Oh ja. Ach nee. Bezweifle ich, hier wird echt schwer damit. Hilfe! Mistvieh. Eine Falle, kein schöner Tod, nein, wirklich nicht. Aber man kann die Stöcke hier rausholen, dann ist er nicht mehr ganz so arm dran. Ich würde sagen, wollen wir das Rätsel mal lösen, oder? Ja, ja.
Bleib da mal immer schön hinter dir, bevor du drehst. Du könntest mal kurz noch mitkommen. Und zwar hier in dem Raum. Hier ist nämlich was versteckt. Und zwar da oben. Ah. Gutes Beispiel, dass man immer an die Decken gucken sollte. Ja, hier hängt echt alle möglichen Sachen rum. Wollte sagen, nicht. Super. So weit. Warte noch, bis ich hinter dir stehe. Ja, Kollege, dann musst du da nicht rumtanzen, sondern kannst einfach hinter mir hingehen. Mann, 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 ey. Diese eklige Mission macht er noch so dermaßen kompliziert und schwer. Uiuiui. Mann, Mann, Mann. Jetzt dürfen wir den ganzen Hokuspokus wieder machen. Hokus, Hokus. Bei der Spinis. Huch. Danke. Ich jetzt gerade voll da reinlaufen wollte. Ja, hallo. Gehst du links, gehe ich rechts. Goldener Käfer. Eine Art Altar. Ja, das war wohl ganze Arbeit geleistet. Wie ich gerade schon beim Aufzug war. Pass auf, da drin bei dir sind ganz viele Töpfen, da sind ganz viele Spinnen drin. In den Töpfen? Ja. Nein, Schlangen. Schade, du bleibst trotzdem drin gefangen. Rätsel gelöst. Unglaublich, aber wahr. Hier sind echt verdammt viele Schlangen. Sag ich ja. Ich habe für jeden ein Ei. Nur doch eins mehr. Ich habe ein braunes Ei. Hast du alles? Jo. Dann vorsichtig jetzt. Und nicht verbrennen. Wie du gerade echt wieder durchgestackt bist. Wahrscheinlich auf der anderen oder du, wie auch immer. Hui. Sieht ziemlich vegan aus. So. Ja, wir haben es was geschafft. Ein unterirdischer Garten. Sieht viel zu gesund aus hier. Lass mal ein bisschen die Pflanzen rauchen. Meinst du, da passiert was? Ganz viele Pollen. Jetzt werden wir high. Nein, ich bin allergisch gegen Pollen, da habe ich voll die Arschkarte. Auf was? Das Geilste ist an der Sache. Du hast jetzt alles mitbekommen, was wir jetzt durchgemacht haben mit den Sonnenlabyrinthen und dies und das, ne? So, wie hat Umbrella oder Treecell die ganzen Sachen dahin bekommen? Haben die jedes Mal die ganzen Rätsel gemacht und Lösungswege? Keine Ahnung, ey. Die haben die einen habe ich mit den Blumen gestochen, hier hast du was zu rauchen. Nö, geil. Ja.
Ja. Umbrella und Tricell. Was wohl damit auf sich Ich hat, sage sehen wir, glaube ich, in der nächsten ja, Folge. ich hab dich überholt wieder. Ha! Ja, super, und einmal gestorben, das war deine Schuld, sonst hätten wir jetzt ein schönes S bekommen. Ja, Tricell und Umbrella. Was diese beiden Sachen auf sich haben, was uns in den nächsten Kapiteln begegnet, werdet ihr dann sehen, wenn es wieder heißt Let's Play Resident Evil 5. Bis dann wünschen wir euch viel Spaß.